Ja, ich habe mir offscreen den Hammer geholt, habe ihn offscreen dann wieder verloren, habe mir dann wieder noch einen geholt. Jetzt können wir hier die Wände aufbrechen. Toll, was? So, können wir uns endlich hier mal alle Secrets abarbeiten. Wir haben nämlich gerade... Ich habe nämlich gerade schon gespielt. Ja, ich habe offscreen gespielt, wie ich schon bereits gesagt habe. Warum erzähle ich das 10.000 Mal? Aber hier habe ich sozusagen alles auf Nummer sicher gemacht, oder? Ich hab immer da Nummer safe gesagt. Okay. Vorsicht. Nummer safe. Nummer safe. Nummer safe. Genau. Ja! Ja, Pisser. Schönen Dank dafür. Brauchen wir hier eigentlich den Hammer oder haben wir irgendwas? Ist scheißegal. Scheißegal. Vorsicht. Was, du kleiner mieser Drecksack? Mal gucken, ob wir hier überhaupt den Hammer brauchen. So, jetzt. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ich habe jetzt seit Ewigkeiten wieder angefangen. Ja, nee, oder Stein. Stein. Finden wir irgendwo Stein? Keine Ahnung. Vielleicht im Museum. Ich hab mir das öfters mal anschauen müssen. Museum. Tornado Stein. Glückstreffer. Bam. Oder hier vom Welthit. Bam, Junge, von Brand. Egal. Ja. So, den ganzen Scheiß nochmal laufen. Das kotzt mich immer an, wenn hier alles laufen muss. Und... Nein, nein, nein. So. Nummer safe. In der Luft noch 10-mal umentscheiden. Runter. Ja, fall du doch runter. Fall du da auch noch runter, du. So ein Scheiß. Hab nämlich Shovel Knight gezockt. Was heißt das ganze Wochenende lang, aber... Doch, das ganze Wochenende lang. Ich hab's in 5 Stunden durchbekommen. Ungefähr 5 Stunden, was eigentlich nicht gut ist. Ist ein super Spiel. Für die Wii U hat sich mein Bruder gekauft. Und jetzt... Normalerweise belagert er immer die Konsole, aber jetzt, da es durch hat, ist für ihn die Sache gegessen. Für mich nicht. Ich mach immer auf 100%. Wenn ich mal wieder Steam-Geld irgendwie bekomme, also ich meine, wenn ich Bock habe, Steam-Geld zu bekommen, dann werde ich vielleicht Shovel Knight Let's Play. Freue ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen drauf. Guckt euch einfach an. Wer nicht weiß, wovon ich rede, googelt nach Shovel Knight. Ungefähr mein Lieblingsspiel von 2014. Obwohl ich es erst 2016 angefangen habe zu spielen, ist scheißegal. Ich erzähle jetzt auch nicht groß drumherum, also das ist... Junge, jetzt saugt das Ding ein. Super. Ah, ich spoiler nicht. Ich bin nicht so einer. Ihr kennt mich. Ich erzähle nie zu viel. So, jetzt aber. Jetzt komm! So. Den noch besiegen. Nummer safe. Nummer safe. Hurra! Oh, dann können wir gleich Level 3 spielen. Wie war nochmal die alte Regel? Level 3. Es war nicht, das habe ich nämlich mir dann nochmal angesehen. Es war nämlich nicht... Gucken wir mal, was hier noch unten gibt. Die Regel war nämlich nicht so, wie die Welt in Level 3 aussieht. Sieht sie immer aus, sondern Level 3 ist so immer
immer so das am besten rausgebolletste Level. Zumindest in Kirby meistens. Ach, hier gibt's nichts. Mann, ich liebe die Gesamtatmosphäre hier. Orange und... Oh, ich dachte, der Mauszeiger wäre im Bild. Genauso orange. Die Sonne spiegelt sich im Wasser. Der Mauszeiger ist im Bild. Romantik halt. Ist hier unten noch was? Ah, das sieht einfach super aus. So ein Hafen, ein Schiff und alles. Können wir gleich ein... Wieder von Grand Funk Railroad, I'm your Captain. Zu viel, ich rede zu viel über Musik. Egal. So, der kleine Depp fällt hier nicht runter. Finde ich gut. Ich glaube, ich behalte den Stein. Der Stein ist super. Oder der Stein ist spitze. Oder wie war das nochmal in Ostfriesland? Der spitze Stein. Oder generell in Norddeutschland. Oder wo war das? Nee, der Kölner und Hamburger. Das Wort, weiß nicht mehr, wo das kam. Irgendeine Serie. Ah, jetzt hab ich nochmal. Hier gibt's ein schönes Secret. Also, das ist nicht so ein Secret, das ist was Schönes, sondern eher, wo man so 10 Sachen in der richtigen Reihenfolge, sondern man muss halt viele Sachen hintereinander machen, die aufeinander aufbauen, und solche Secrets gefallen mir halt. Warum, weiß ich nicht. Da war eine Tür, da war eine Tür. Jetzt bin ich wieder falsch reingegangen. So, ich muss hier lang. Falsch. Ach, passt. Man hat ja nicht umsonst 6 Leben. So. Nein, ist der Laserspacko weg. Ich brauch den Laserspacko. So, jetzt habe ich den Laserspacko gefressen. Den brauche ich nämlich für Secret. So. Irgendwie. Okay, da gab's ne, da, so kann man da nicht durch. Okay, netter Versuch. Ha! Es hat geklappt! Hurra! Man müsste mir gratulieren, man müsste mir zujubeln und mir Preise verleihen und. Habe ich gerade das R gerollt? Habe ich das R gerollt? Machen das nicht so. Nein. Den hau ich jetzt nicht. Ich guck mir einfach nochmal das schöne Schiff an. Hui, das ist ein Schiff und das ist schön. Hier geht's auch rein, oder? Hurra! Ich guck mal durchs Bullauge rein und raus. Wie kreativ. Sowas mag ich an Spielen. Kirby Shovel Knight. Die meisten, na, einige Donkey Kong Spiele. Zeigen sich mal wieder meine No-Scope-Skills. Jetzt werde ich wieder richtig gut, also generell ins Spielen. In Shovel Knight, da habe ich am Freitag angefangen zu spielen. Da dachte ich mir, oh Gott, wie kann man nur so scheiße sein? Ich habe nämlich meinem Bruder zugeguckt. Der hat das so richtig Pro-mäßig gespielt. Oh, wir sind hier schon weiter. Und da dachte ich mir, wie kann ich dann nur so schlecht sein? Aber ich spiele noch immer ganz anders als die meisten. Nein, nicht runterfallen. Hey, ich stecke in der Wand fest. Ich spiele normalerweise ganz anders. Also nicht ganz anders, aber... Ich muss erst ewig warm laufen. Normalerweise ist der Skill von einem Spieler ja immer die ganze Zeit gleich. Aber kaum, wenn ich mit dem Spiel anfange, da werde ich immer so, wie als würde man einen Marathon laufen. Na, nicht ein Marathon, aber sagen wir mal so, wird man eine halbe Stunde laufen. Ja, Leute, ich brauche eine halbe Stunde für einen Marathon. Brauche ich nicht. Ich habe noch nie probiert. Ich bin schlecht im Laufen. Wie schon gesagt, das ist so, als würde man probieren. Warte, gab es hier noch was? Erzähl ich noch. Das ist so, wie wenn man sich erst warm laufen muss, dann wird man so... Dann irgendwann geht halt die Energie alle und oh nee...
dann werde ich halt so auf die Probe gestellt, spiele ich weiter oder lasse ich es bleiben und zerkloppe meinen Controller nicht an der Wand. Aber irgendwann klickt es dann einfach und dann kann ich das Spiel. Oh, Moment. Ach, scheiß drauf. Wir haben Zeit. Ich bin ruhig. Alles easy. Das Level gefällt mir. Die Grafik gefällt mir. Guckt euch das an. Das Orange, das beruhigt mich total. Oh, der rote Meer. Guckt euch an. Und dann werde ich immer so am Ende vom Spiel steigt mein Skill dann ins Unermessliche. Das sieht man jetzt hier nicht. Obwohl zum Teil. Oh, da ist der Sonnenuntergang. Oh, guckt euch an. Wow. Das ist schön. Hier will ich mal hin. Hier feiere ich meinen nächsten Geburtstag. Leute, die die Einsamkeit schätzen, kommen zu Tausenden hierher. Ja. Damit war's das. Hurra, mit letzter Kraft noch drei geschafft. Hurra. Spitze. Ah, super. Aber wir haben ja alles. Wir haben. Ja, easy, Digga. Haben wir schön gemacht. Na, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.